Vor fast 50 Jahren wurde die Seele des deutschen Fernsehfilms geboren. Der Tatort. Heute begeistert eine einzige Filmreihe Millionen von Menschen. Tatort-Schauspieler sind Stars. Ermittler-Duos besitzen Kultstatus. Nun scheint es an der Zeit, ein weiteres Ermittlerpaar auf das Fernsehparkett zu schicken. Zwei Charakterdarsteller, bereit für ihre größte Rolle. Joko und Klaas als Tatortkommissare. Doch neben fulminanter Action ist eine Sache wichtig. Ein Drehbuch. Für unseren Großstadt-Tatort benötigen wir neue, unverbrauchte Drehbuchautoren. Menschen von der Straße. Menschen aus dem Volk. Für einen Film für das Volk. Die besten Autoren, die dieses Land zu bieten hat. Betrunkene vom Kölner Karneval. Ja, 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 ja. Diese Menschen werden unser Tatort-Drehbuch verfassen. Denn Kölner Jecken sind mindestens stark angetrunken und sagen stets die Wahrheit. Ein Drehbuch aus ihrer Feder wird den Tatort daher so authentisch wie noch nie machen. Wir haben ausgewählte Autoren in unseren Writers Room gebeten. Ungefiltert sollen sie die Storyline für einen Tatort liefern, der nicht weniger sein soll als eine Revolution des deutschen Films. So ein Tatort fängt ja an mit so zwei Kommissaren meistens. Stell dich mal vor, die kommen da an, wie sind die so drauf? Ich würde ja sagen, böser Cop, guter Cop, oder? Na, der eine Kommissar, der wäre halt was dicker und der andere, ja, der wäre dünner. Und so vom Kopf her, wie sind die so? Der eine wird nur an Essen denken und der eine, der wird nur an... Ans Poppen denken. Ja, oder Poppen denken, genau. Wie würden denn die denn miteinander reden? Was sagt er zu einem einen Kommissar? Ja, bist du. Ja. Ich bin der Dicke. Ja, lohnt sich die geile Alte. Und der eine wird sagen, ja, boah, der hätte ich jetzt lieber gerne einen Hamburger. Ich würde jetzt gerne einen wegdrücken. Und der andere hier, nur der lecker Böhr. Ja, lecker Böhr, ja. Ja, lass mal vor dem... Vor der Ermittlung mal ein Puffchen. Beschreib doch mal, wie sieht er denn aus? Der Kommissar, der ans Essen denkt, der hat eine Dreiviertelhose an, ein Hemd, was viel zu klein ist, an, ein dicke Buch. Dann treffen die ja beim Tatort ein. Und beschreib mal, was da so rumstehen könnte. Ja, gut, komm doch mal auf die Situation an. Ja, eine Leiche liegt auf jeden Fall. Dann. Leiche auf jeden Fall. Dann Blut. Telefonkabel. Telefonkabel. Er drosselt. Da steht der Rasenmäher. Blumentöpfe. Man sieht aber auch abgetrennte Körperteile. Eine Waffe, also da. Ja, eine Waffe, eine Tat. Waffe. Ja, das Werkzeug, womit sie sie umgebracht haben. Beschreib doch mal, wenn die da ankommen, was die da sehen. Oh mein Gott, kommt niemand im Körper sein. Oh mein Gott, das ist eklig, Ja, der ist abgemurkst worden. Er sagt, gut, dann müssen wir ermitteln. Ja, ich brauche Informationen, was ist da passiert, wie ist das passiert, wann ist das passiert, ne? Wieso ist das passiert? Wieso ist das passiert? Wer war der Täter? Wer hat ein Motiv, wer hat ein Alibi, alles durchchecken. Der Tod ist um
Punkt 0 Uhr, keine Ahnung, hat eingetreten und durch menschliche Gewalt. Ja, erstmal zu Burger King. Der kennt ja nichts anderes. Der eine kennt ja nur Puff und der eine kennt ja nur Essen. Ne? Weil ihr Horizont halt nur so eingeschränkt ist. Ne? Ja. Wie sieht denn das genau aus, wenn die DNA-Spuren nehmen? Wie kontrollieren die das? Wie sieht denn das aus? Mit Tusche. Mit Tusche? Und mit hier Blaulicht, wie man das im Fernsehen sieht. Jetzt ist es so, manchmal finden die noch einen konkreteren Hinweis, nicht nur DNA-Spuren. Was könnte das sein, dass sie eine Spur finden? Ja, man sieht eine Rechnung liegen, dann geht da hinten und sagt, hier liegt eine Rechnung von einem Pizzaboten. Warum liegt die auf dem Boden? Vielleicht war der Pizzabote das. Sollen wir der Spur nachgehen? Okay. Meistens ist ja so, dann passiert etwas ganz Außergewöhnliches auf einen Schlag. Was könnte da passieren? Man hört oben jemanden laufen. Hörst du das? Da oben tanzt jemand. Hörst du nicht die Tanzschritte oben? Wir gehen nach oben. Was sehen wir oben? Okay, wir gehen nach oben. Gucken wir, wer da tanzt. Okay. Wir sind jetzt oben. Was sehen wir? Noch mehr Alkohol, muss ich ausdenken. Wir trinken das so. Wie reagieren denn die Täter, der Butler und der Bürgermeister, als sie merken, sie werden erwischt? Dann sagen wir, die Indizien sprechen gegen dich, du wirst angeklagt. Nee, das müsst ihr mir erstmal beweisen. Die Indizien sprechen gegen dich. Ich habe einen guten Anwalt, der haut mich da raus. Ist trotzdem Festnahme. Nee, dann müsst ihr mir erstmal nachweisen. Trotzdem bist du festgenommen. Ich komme da so schnell wieder raus. Schneller kannst du nicht denken. Da war nichts, da ist nichts. Ja, Junge, wir haben kein Zick, ey. Sag die Wahrheit, wir finden das sowieso raus. Ja. Ja, tut mir leid. Ich glaube, mir ist gestern Scheiß passiert. Das war nur Notwehr. Warum war das denn Notwehr? Das war nicht in Absicht. Nur weil die Rolex haben wollte. Nee, der hat mich bedroht und ist auf mich zu, ja, dann habe ich den gepackt und dann lag da Telefonkabel und dann habe ich den gepackt und entrostet. Ja, auf einmal hat er kein Geräusch mehr gehört, ich wollte ihn nur ruhig stellen. Wenn ihr mal beschreiben müsstet, wie es zu dem Mord gekommen ist, wie ist das passiert? Ja, der war voll am Eskalieren, ne? Hat den so rumgedreht mit dem Telefonkabel, also gepackt und dann so, ey du Penner, ich dachte, wir wären Freunde und so, ja. Und welche Musik würde über diese Szene laufen? Welcher Song? Da sind wir dabei. Wie würde jetzt die Verhaftung aussehen? Der würde sagen. Der ja. Wird den rumdrehen, hinten so in die Kniekehle treten. Ja. Würde sagen, Handschellen. Pizza lasse ich dich laufen. Du kriegst 1000 Pizzen. Würde sagen, okay, ich mach die Handschellen wieder los. Ey, kann's gehen. Hast du noch alle? Ey, bist du bescheuert? Den kannst du nicht laufen lassen. Der ist schwerst kriminell. Wurde die gesagt, ja, ich hab mir, der hat mir 1000 Pizzen versprochen. Ich zahle den Puffbesuch. Ja, okay. Wir würden den Kompromiss finden, erst was essen und dann den Puff. Dann würden sie sich beide gut gehen lassen. Und dieser Tatort, wie würde der denn heißen? Der Titel von dem Film lautet Polizei, Pizza und Tod. Wenn
Wenn ihr noch mehr Videos von Zirkus Halligalli sehen wollt, abonniert unseren Kanal. Für mehr Videos klickt einfach hier oder hier. Oder hier. Sabine? Was? Wir machen hier gerade was fürs Internet. Hau mal ab, bitte. Sabine? Hau ab, bitte. Bleib ganz ruhig stehen, Sabine. Dann fällt es nicht auf. Ganz ruhig, Sabine. Beweg dich nicht. Sag mal, hast du was an den Ohren?